Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Es ist früh am Morgen, draußen schneit es und da dachte ich mir, da ich sowieso aus dem Bett gefallen bin, warum reagieren wir nicht gemeinsam auf alte Videos von mir? Um genau zu sein, auf Videos von 2014. Best of Supermoto 2014, ich glaube so heißt das Video. 6 bzw. fast 7 Jahre ist es mittlerweile alt und viele werden von euch jetzt sagen, ich weiß, dass diese Kommentare kommen werden. Boah, David, geil, die alten Zeiten, das waren noch die heftigen Videos. Mann, mega, mega, mega. Das stimmt, werde ich gleich auch noch zu kommen. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal direkt los und gucken uns das an. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was da drin vorkommt. Deswegen auch für mich sehr, sehr spannend. Ist schon echt lange her, es kommt mir nicht so vor, Freunde. Wir haben schon eine lange Reise hinter uns. 3, 2, 1, let's go. Oh, das alte Intro. Nostalgisch, nostalgisch. Habe ich alles selber gebaut mit Sony Vegas damals. Und ihr könnt schon sehen, das ist halt wirklich witzig. Das ist hier eins der Kennzeichen, die mittlerweile in der Kennzeichenkiste liegen. Vielleicht könnte ich ja genau das mal raussuchen anhand der Löcher, wo die Schrauben bzw. die Kennzeichen hier befestigt waren. Das ist unfassbar, dass das so lange her ist. Geil, er sagt es sogar noch, das wusste ich gar nicht mehr. Wie nice ist das denn? Geil, hier, das ist Plaschke. Das ist auch mein erfolgreichstes Video. Two Friends, One Passion. Er fuhr immer die 690, hat dann irgendwann auf eine KTM EXC, ich glaube eine 530 gewechselt. Und hier eben meine alte Suzuki DZ 400 SM. Geiles Motorrad gewesen. Mit der habe ich alles gelernt. Das hier ist Timo mit Du Epic Shit Hoodie gerade an, auch auf einer DRZ. Und davor habt ihr gerade rechts Scholli kurz gesehen. Der wurde in der Nähe vom Nürburgring. Boah, nee, schaut euch das mal an. Habt ihr gesehen, wie schnell die Circle Wheelies waren? Das liegt einfach daran, dass ich die damals ohne Kupplung gemacht habe. Also ich habe die Circle Wheelies nur mit Gas gemacht, weil ich noch nicht mit der Kupplung arbeiten konnte. Und dadurch wurde ich halt die ganze Zeit super, super, super schnell. Also echt heftig. MX 450, so ein geiles Motorrad, unfassbar. Ist am Stahlwerk übrigens, so schade, dass man da nicht mehr fahren darf, das waren die geilsten Zeiten. Geil, habt ihr die GoPro gesehen? Das war die GoPro Hero 2 oder 3, die hat noch diese runde Linse gehabt, nicht diese eckige. Richtig, richtig nostalgisch. Geil. Geil, hier. Mit Kenny zusammen damals, das waren auch geile Zeiten. Er auf seiner 690, da seht ihr auch das Kennzeichen komplett hochgebogen. Da haben wir echt heftigen Shit gemacht. Und auch hier wieder die GoPro mit der runden Linse. Daran seht ihr, wie alt das wirklich ist. Boah, das ist heftig. Jetzt achtet mal drauf. Achtung. Wursch. Zack, und jetzt kommt einer von der Gegenspur. Das ist Kenny. Boah. So knapp, so schnell, geistesgestört. Wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir so, Junge, what the fuck, was habe ich damals für eine kranke Scheiße gemacht? Und an der Stelle möchte ich euch auch noch sagen, ich weiß, dass viele jetzt schon kommentiert haben und wahrscheinlich gesagt haben, hey, pass auf, damals, das waren noch richtig geile Videos. Und ja, das stimmt, ich fühle die Videos auch total, weil ich habe alles, was ich erlebt habe, zu einem Video zusammengematscht. Und das ist auch gleichzeitig eigentlich sehr, sehr schade, denn damals kam nur ein Video pro Monat. Jetzt ist es ja so, dass ich super viele Videos hochlade, um genau zu sein, von montags bis freitags jeden Tag 3 Videos, was halt super viel ist, aber gleichzeitig kann ich euch damit mehr aus meinem Leben und das, was eben täglich passiert, zeigen. Deswegen, ich habe mega Bock auf so Compilations. Ihr könnt auch jetzt mal, schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Compilations in Zukunft sehen wollt, anfertigen, aber es wird wahrscheinlich dann irgendwie mal so ein Special sein, 1-2 Mal im Jahr und dann wirklich geil zusammengeschnitten, wenn ich irgendwie einen Trip mache, zum Beispiel zum Nürburgring oder in Frankreich unterwegs bin, Spanien unterwegs bin, dann würde ich davon auch so ein kleines Video zusammenschneiden und dann wirklich als Highlight. Und einfach weil es geil ist, so ein bisschen den Spirit von damals zu verkörpern. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
Aber nicht, dass jetzt alle schreiben und euch aufregt, ja Mann, das war damals noch geil. Ja, war geil, definitiv keine Frage. Aber wie gesagt, es kam nur ein Video pro Monat. Das finde ich echt zu wenig und hebt das dann auch nicht auf. Also dann habe ich lieber mehr Content und habe mehr Spaß daran, als eben jetzt so. Das war so geil, die Szene, die ich von Timo, also das war Timo, mit dem Eis da reingenommen habe. Nach dieser Szene haben wir Timo ganz oft der mit dem Eis genannt. Also gar nicht mehr Timo, sondern der mit dem Eis. Das war so ein Running Gag, ich glaube, für mindestens ein Jahr. Weil da gibt es so ein Foto, wo er so an diesem Eis lutscht. Das sieht richtig pervers aus, wirklich. An meinem alten Stuntspot. Da habe ich wirklich alles gelernt. Alles. Alles, was ich heute kann, habe ich da gelernt. Oh geil, das ist meine Lieblingsszene. Das ist meine absolute Lieblingsszene. Und das Witzige daran ist, ich wusste nicht, dass das passiert. Also, kleiner Spoiler, gleich fliegen extrem Funken. Ich wusste nicht, dass das passiert. Und ich wusste auch nicht, warum das passiert. Das war nur so eine kleine Mutter. Ich weiß nicht, ob die aus Titan war oder einfach nur Edelstahl. Aber die hat so geisteskrank gefunkt. Gönnt euch das jetzt mal. Es ist so heftig. Achtung. Junge, wie geil. Wie geil ist das bitte? Ist das heftig? Jessica, meine Ex-Freundin. Boah. Also die hatte schon einen Nagel im Kopf, muss man sagen. Die fuhr gut Motorrad. Geil, und was mir gerade auffällt, Freunde, hier der Irokese. Irokese oder Irokesen, ich weiß gerade nicht genau, wie man das betitelt, aber den hatte ich damals immer auf. Finde ich heute so hässlich, würde ich niemals mehr tragen. Ist schon ein bisschen unangenehm. Krefeld-Uerdingen, Rheinbrücke. Geil hier, das ist Scholli. Hammer-Typ. Hamburg Wheelie Kids, man kennt sie. Geil, schon damals am Start gewesen. Foodpack Grinders, das ist Philipp, auch richtig, richtig guter Fahrer. Stahlwerk, Young Generation, gibt's glaube ich nicht mehr. And Any Other Crew Rider, mega. Also wirklich, ihr habt ja gesehen, ich habe die ganze Zeit gelächelt. Das Video erinnert mich an damals. Und an die Zeit und an das Gefühl. Das war halt wirklich eine krasse Zeit. So alles, was ich im Kopf hatte, wirklich alles, war halt Motorradfahren. So von morgens bis abends, nach der Schule. Damals bin ich noch zur Schule gegangen. Also, meinen Abschluss habe ich, keine Sorge. Aber das war eine krasse Zeit. Ich bin jeden Tag Minimum 3 Stunden gefahren, am Wochenende 6 Stunden bis 10 Stunden. Das war echt crazy. Wie gesagt, wenn ihr so Compilations mal sehen wollt dieses Jahr, schreibt es jetzt in die Kommentare. Wirklich. Und dann werde ich mir Mühe geben, dieses Jahr eine kleine, aber feine auf die Beine zu stellen. Eine Sache, die ich euch noch zeigen wollte, die habe ich nämlich durch Zufall dann auch gesehen. Und zwar ist das dieses Video hier, A Really Long Supermoto Wheelie. Und in der Tat ist das mein längster Wheelie, den ich jemals gemacht habe. Der ist 8,5 Kilometer lang. Das gucken wir uns jetzt natürlich nicht uncut an, aber ich verlinke euch das einfach mal. Wir können mal kurz reinseppen. Also der fängt... Erzähle ich da was? Oh, warte mal. Das wird jetzt interessant. Was erzähle ich denn da? Ja Leute, ich habe gerade den Wheelie versucht von Grünen aus bis nach Rasfeld. Hat fast geklappt, war jetzt mein erster Versuch. Ich wollte jetzt gerade eigentlich noch einen starten, weil eigentlich sollte der ja 10 Kilometer bzw. ungefähr 10 Minuten sein. Aber als ich gerade die Pause gemacht habe, habe ich dann Folgendes entdeckt. Und zwar ist, keine Ahnung, ja, ich würde sagen so ein bisschen Öl. Digga, das war so geistesgestört. Also ich habe diesen Wheelie gemacht, wie gesagt, 8,5 Kilometer. Und... das Motorrad hat es halt irgendwann nicht mehr mitgemacht, weil ich war dann auch relativ hoch mit der Drehzahl, meine Arme haben nachgelassen und so, es war geistesgestört, grenzwertig, da ging nichts mehr. Und dann hat die Karre halt, was super gefährlich war, wie ihr sie hier sehen könnt, komplett das Öl rausgepumpt. Ich weiß nicht, wo das rauskam, aber es war alles voll, die Schwinge, der Kettenschutz, der ganze Radkasten,
Der Reifen, die Felge, hinten sogar der Dämpfer, alles war voll. Und ich habe mich zum Glück nicht hingelegt, ja. Aber das war echt crazy. Okay, rausgelaufen. Mein Reifen ist auf jeden Fall voll, die Schwinge und der Boden, der tropft gerade ein bisschen. Oh Gott, darf man eigentlich keinem zeigen, Alter. Der Boden voll Öl. Das haben wir natürlich weggemacht. Als gewollt. Keine Ahnung, warum das passiert. Anscheinend ist die DRZ doch nicht für, Wheelie-Fahrten ab. Ich weiß nicht, wie lange der war, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich denke mal so ungefähr 7 Minuten ausgelegt. Und ja, was sagen Sie dazu? Ja, blöd gelaufen, Öl nachfüllen und vielleicht kommt demnächst nochmal ein längerer, aber der ist jetzt erstmal bis jetzt mein längster Wheelie. War auch mein längster. Ich habe nie einen längeren gemacht, weil das Ding ist, ich habe alles abgegrast innerhalb von 50 Kilometern, wo ich die längste Landstraße habe, ohne Ampel, die relativ geradeaus geht. Das war die längste. Peace. So, also. Da fange ich den Wheelie an, bei 1 Minute 7, okay. Und bei... Ich habe so gekämpft, ich konnte nicht mehr. Bei 8 Minuten 22 setze ich ihn wieder ab. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung, guckt euch das gerne an. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, ob es mal wieder eine Compilation geben soll. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf und in dem Sinne, wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ja, bis dahin, genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil!